Hallo und herzlich willkommen zu On the Sunny Side, einem neuen Format beim digitalen TV-Kanal F15. Ich bin Sunny Grönewald, ich bin Unternehmerin, ich bin Forbes Under 30 Listmakerin und ich interviewe bei On the Sunny Side jede Woche Unternehmer, spannende Persönlichkeiten aus der Geschäftswelt, Wissenschaftler, Menschen, die die Digitalwirtschaft gestalten und die Technologie für was Gutes einsetzen oder schauen, dass die Digitalisierung auf jeden Fall gut kommt. Jetzt heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir on the Sunny Side, und zwar Nicola Forster. Nicola ist zivilgesellschaftlicher Unternehmer. Er ist Gründer und war lange Präsident vom außenpolitischen Think Tank Voraus und ist auch Gründer und Präsident vom Staatslabor. Ich freue mich außerordentlich, ihn heute bei mir zu haben. Herzlich willkommen, Nicola Forster. Danke, Sani. Schön, hier zu sein. Ja, ich versuche immer ein bisschen meine Gäste, mein Publikum vorzustellen. Und zwar mache ich das über 5 Fragen, was ich Sunny's Fast Five nenne. Und ich bitte natürlich auch alle, die hier zuhören, dass sie dann auch die eine oder andere Frage oder einen Kommentar hinterlassen in der YouTube-Section oder auch subscriben. Und ich würde sagen, wir legen jetzt hier mal los. Bist du ready? Absolut. Let's go. Super. Also, erste Frage, bist du ein Morgen- oder ein Nachtmensch? Leider ein Nachtmensch, und ich versuche mich immer wieder umzuerziehen und zu einem Morgenmensch zu werden, aber leider mit einem schrecklichen Erfolg. Was würdest du dir als Zeitpunkt aussuchen, wenn ich dir eine Zeitmaschine geben würde, wo du überall hinreisen könntest, örtlich, aber auch zeitlich? Wohin würdest du gehen? Ich bin ein sehr neugieriger Mensch, deshalb interessieren mich ganz verschiedene Zeitepochen. Was ich besonders spannend fände als Schweizer ist 1848, als die moderne Schweiz gegründet wurde. Wir waren europaweit Vorreiter, haben hier eine Demokratie aufgebaut. Ich glaube, da dabei zu sein, das wäre wirklich so ein Traum, aber leider nicht möglich. Ja, kommen wir zurück zur Gegenwart. Was sind denn für dich so Fragen oder was ist für dich eine Kernfrage, die dich aktuell beschäftigt? Ja, ich glaube, da kann ich gleich andocken. Also das Thema, wie schaffen wir es, die Demokratie wirklich in die Zukunft zu tragen? Also wir haben Mechanismen, die immer noch funktionieren wie vor 200 Jahren, und eigentlich alle anderen Bereiche des Lebens haben sich revolutioniert. Unsere Partnersuche funktioniert online, unser Shopping funktioniert online und so weiter, aber die Demokratie funktioniert noch genau gleich wie früher. Andererseits gibt es auch da Disruptoren wie Donald Trump zum Beispiel, und ich glaube, wir müssen jetzt daran arbeiten, dass wir hier wirklich auch die Digitalisierung vorwärts bringen und da gleichzeitig eine gesellschaftlich vernünftige Art zu finden, dass wir gemeinsam wirklich über die Zukunft diskutieren können und Entscheidungen fällen können, ohne dass das so disrupted wird, dass dann einfach Donald Trump die Welt regiert. Ich glaube, da gibt es noch viel Denkarbeit zu leisten. Was heißt Erfolg für dich? Für mich ist Erfolg eigentlich immer, wenn unterschiedliche Menschen zusammenkommen und gemeinsam Lösungen finden, die dann wirklich auch für verschiedene funktionieren. Also ich glaube, man muss immer ein bisschen auch von sich selber abstrahieren, sich selber nicht allzu ernst nehmen, um einen Erfolg zu erzielen, der dann auch für viele Menschen funktioniert und einen Sinn macht. Du bezeichnest dich und viele bezeichnen dich als zivilgesellschaftlicher Unternehmer. Jetzt ein Unternehmen oder ein Unterfangen, das du angestoßen hast, unter anderem ist das Staatslabor. Da geht es auch um das Thema Digitalisierung. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was konkret macht ein Staatslabor? Ja, eigentlich ist alles schon im Begriff Staatslabor drin. Wir haben uns gesagt, also jetzt auch unter anderem in der Corona-Krise merkt man ja, wie wichtig der Staat ist, oder? Also wenn man sieht, welche Entscheidungen eine ganz, ganz große Auswirkung auf unser Leben haben, dann sind es häufig staatliche Entscheidungen. Gleichzeitig hinkt der Staat häufig noch hinten nach. Also wenn man schaut, was in der
Geschäftswelt, in Startups und so weiter bereits heute passiert, dann glaube ich, dass der Staat noch sehr viel lernen kann, besser werden kann, insbesondere auch mit digitalen Methoden. Und wir versuchen da als mit dem Staatslabor wirklich auch einen Denkort anzubieten, dass staatliche Akteure zusammenkommen können in einem sicheren Ort, wo sie keine Angst haben müssen, dass ihre Fehler irgendwie nachher gleich in der Zeitung stehen und voneinander lernen können. Also das ist eigentlich unsere Mission mit dem Staatslabor, ist eine NGO, also nicht eine Beratungsfirma, aber wir versuchen da gute neue Ideen aus der Zukunft in den Staat reinzubringen. Du hast vorhin das Thema Angst angesprochen. Inwiefern verhindert Angst Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung? Wie nimmst du das wahr? Ja, weißt du, Sani, ich glaube, häufig ist man sich gar nicht bewusst, dass halt die Verwaltung und der Staat eine ganz andere Rolle hat als auch die Wirtschaft beispielsweise. Also staatliche Akteure, die geben immer Taxpayers' Money aus. Und deshalb dürfen sie eigentlich gar keine Fehler machen, weil sonst gibt es gleich einen Skandal, sonst stehen sie gleich auf der ersten Seite des Blicks oder der Bild-Zeitung, weil sie ja das Geld der Steuerzahler quasi falsch eingesetzt haben. Deshalb gibt es hier natürlich mehr Angst, muss es auch mehr Angst geben, aber das führt dann zu einer Fehlerkultur, die auch gefährlich ist, wo man eher beim Status quo bleibt, als zu sagen, ja, wir versuchen es mal, wir gehen einen Schritt vorwärts und vielleicht passiert auch mal ein Fehler. Aber das geht wie schlechter im Staat als bei privaten Akteuren. Du hast lange eigentlich ein Stück weit außerhalb von staatlichen Institutionen oder politischen Rollen die Politik sehr stark geprägt, auch mit digitalen, innovativen Möglichkeiten. Ich habe ein konkretes Beispiel recherchiert in Vorbereitung für unser Gespräch. Es war noch, als du Student warst, und da hast du damals dich eingesetzt für das Thema Europa und die Personenfreizügigkeit und eine Kampagne geleitet dafür und sehr innovativ auch bereits Videos eingesetzt, die wirklich personalisiert waren. Das war vor über 10 Jahren. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr Kontext geben, wie du damals bereits so mit den digitalen Möglichkeiten versucht hast und sehr erfolgreich versucht hast, den politischen Prozess von außen heraus, also ohne per se selbst Politiker zu sein, wirklich hier etwas in der Schweiz zu bewegen, und was hat sich danach für dich verändert? Ja, good old times, vor über 10 Jahren. In der Schweiz stimmen wir ja 4-mal pro Jahr auf allen Ebenen ab, deshalb diese Abstimmungen sind immer ein guter Moment, um wirklich auch gesellschaftlich etwas vorwärts zu bringen. Und Abstimmungen über das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU gehören immer zu den alleremotionalsten. Deshalb war das ein guter Moment, um auch digitale Tools auszuprobieren. Wir waren dann die Ersten, die personalisierte Videos eingesetzt haben. Also ihr zum Beispiel jetzt, du Sani, hättest dann ein E-Mail gekriegt, darin stand, Sani, Achtung, du bist im Fernsehen, du bist in der Tagesschau heute Abend, weil du nicht abgestimmt hast, und wegen einer Stimme ist dann die Personenfreizügigkeit gescheitert. Und dann haben wir eine Tagesschau gefaked, wo dann gegen dich demonstriert wurde von ganz vielen Menschen. Dein Name stand dann drin und so weiter. Also so diese Art der Personalisierung, die in der Zwischenzeit natürlich von verschiedenen Akteuren auch wieder aufgenommen wurde, da waren wir die Ersten, die das in einen politischen Kontext eingesetzt haben. War natürlich sehr humoristisch, aber trotzdem, wir hatten über 1 Million Views, was für die Schweiz natürlich sehr groß war. Ich habe selber gemerkt, dass Freunde von mir drauf reingefallen sind damals, und dann wusste ich ja, wir müssen das skalieren. Wir haben etwa 10.000 Franken investiert und einen riesen Reach gehabt. Das war wirklich, wirklich toll zu sehen, dass digitale Mittel auch im politischen Bereich eingesetzt werden können. Du bist nachher unternehmerisch tätig geworden, hast unter anderem voraus den Think Tank für Außenpolitik gegründet und auch die Operation Libero, eine Bürgerbewegung.
Inwiefern hast du vor allem bei der Operation Libero auch wieder in die, sag mal, diese digitale Werkzeugkiste gegriffen? Wie setzt ihr dort digitale Technologien ein? Und vielleicht gerade für die Zuschauer, die aus Österreich oder Deutschland zuschauen, kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was die Operation Libero ist? Ich habe voraus den Think Tank für Außenpolitik eigentlich direkt nach dieser Kampagne, von der ich gerade erzählt habe, gegründet, mit der Idee, dass wir die besten Ideen für die Außenpolitik der Zukunft crowdsourcen können. Also dass das Wissen und die guten Ideen häufig vorhanden sind, aber nicht gepoolt werden bisher. Also wir haben Institutionen, die sich damit befassen, aber eigentlich, dass es viele Bürgerinnen und Bürger, kluge Köpfe da draußen gibt, die gerne mitmachen würden, aber nicht wissen, wie. Und deshalb haben wir voraus als crowdsourced Think Tank gegründet, unter anderem auch, weil wir einfach kein Geld hatten, um die Leute zu bezahlen für ihre Ideen, aber auch, um wirklich jungen Köpfen eine Möglichkeit zu geben, mit ihren Ideen mitten ins politische Zentrum zu kommen, gehört zu werden von Medien und so weiter. Und ich glaube, so diese Idee eines crowdsourced Think Tanks, die ist immer noch spannend, sind verschiedene andere Modelle entstanden, auch in diesem Kontext. Dann die Operation Libero, die hat es unterdessen auch im Ausland ein bisschen zu Prominenz geschafft, als sie so vom Guardian mal als Populist Buster bezeichnet wurde. Also als kleine Bürgerbewegung hat sie es geschafft, immer wieder gegen die größte Partei des Landes, die SVP, die rechtspopulistische Partei, zu gewinnen bei wichtigen Abstimmungen. Und das vor allem auch mit einem Modell, wo sehr viele junge Menschen gemeinsam, also sich digital koordinieren und dann aber auch auf die Straße gehen und wirklich versuchen, ihre Werte so einzusetzen. Also ich glaube, die Operation Libero hat hier war ein bisschen Vorläufer dieser digitalen Politik, die natürlich unterdessen auch von verschiedenen Parteien aufgegriffen wird. Ich muss aber auch sagen, dass ich war einer der Gründer der Operation Libero, aber da waren hunderte Menschen dabei, die das noch viel intensiver geprägt haben als ich. Also deshalb, ich möchte mir da nicht allen Ruhm auf die eigene Fahne schreiben. Jetzt, heute ist Fake News, Fake Videos etwas, was wirklich als großes Risiko zur Demokratie, das ist eigentlich schon eingangs angesprochen, zur Demokratie wahrgenommen wird. Es ist auch ein Stück weit das Fundament der Demokratie, das unter Beschuss kommt, denn Demokratie funktioniert ja nur, wenn Bürger auch informiert und gebildet sich eine Übersicht machen können, was sind denn die Entscheide, was sind die Vor- und Nachteile und dann mit Eigenverantwortung auch entsprechend ihren Entscheid dafür oder dagegen machen. Jetzt, du hast am Anfang vor über 10 Jahren sozusagen Fake-Videos als positives Tool eingesetzt, um die Menschen wachzurütteln, dass man sich eben für die Demokratie engagieren muss, damit sie funktioniert. Mittlerweile sind diese Videos doch eher ein Risiko für unsere Demokratie. Wie siehst du das, diese Entwicklungen, und wo glaubst du, kann man mit digitalen Technologien viel Gutes bewegen? Wo muss man heute auch mit digitalen Technologien Gutes für die Demokratie bewegen? Ja, das ist eine wichtige Frage und ich glaube, es gibt nicht eine Antwort darauf. Ich glaube, Fake-Videos haben wirklich nochmals eine neue Qualität, weil sie dazu führen, dass Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ihren Augen trauen können. Also wenn dann eine Rede von Barack Obama im Fernsehen ausgestrahlt wird und Barack Obama sagt etwas anderes, als er eigentlich wirklich gesagt hat, ich glaube, da gibt es einen enormen Schaden für die Demokratie. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist wirklich halt Bildung. Also dass wir versuchen, junge Menschen zu einem verantwortungsvollen Medienkonsum zu erziehen, auch die Tools mitzugeben, dass sie verstehen, was denn
für Manipulationen überhaupt möglich sind, was heute schon gemacht wird auch, und so sich wirklich kritisch eine eigene Meinung bilden. Natürlich können wir auch von den großen Plattformen erwarten, dass sie eine gewisse Selbstregulierung auch einsetzen, dass solche Fakes erkannt werden von YouTube und so weiter, aber die schiere Masse der Videos und anderen Posts ist kaum zu kontrollieren. Also ich denke, da kommt wirklich, wirklich eine ganz große Frage auf uns und die alle westlichen Demokratien zu, die jetzt sehr lange irgendwie gut funktioniert haben. Aber ich glaube, da gibt es wirklich Disruption, die auf uns zukommt. Und da müssen wir uns gemeinsam überlegen als Gesellschaft, wie wir damit umgehen. Das Staatslabor, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Gibt es denn da konkrete Überlegungen, Beispiele, wie ihr das Problem positiv anpackt? Ich glaube, häufig geht es um Vertrauen. Also, dass wir Bürgerinnen und Bürger dem Staat, der Politik Vertrauen entgegenbringen. Das merken wir auch jetzt in der Corona-Krise enorm, wie wichtig das ist, dass wenn zum Beispiel in der Schweiz jetzt Bundesräte auftreten und sagen, was zu tun ist, dass die Menschen da wirklich auch das glauben. Und ich glaube, da kann man noch sehr viel Positives bewegen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt mit dem Staatslabor, den sogenannten Staatsschalter, den wir einführen möchten, wo wir an öffentliche Orte gehen, um Bürgerinnen und Bürgern eine Ansprechstelle des Staates anzubieten. Dass, wenn sie irgendwelche Sorgen, Probleme haben, sie einfach quasi mit einem One-Stop-Shop zu tun haben und dann sich gar nicht damit befassen müssen, welche Stelle beim Staat kantonal, städtisch oder national oder so dafür zuständig ist, sondern einfach ihre Frage, ihr Problem formulieren können und dann an die richtige Stelle weitergeleitet werden. Ich glaube, solche Tools, die teilweise analog sind, aber häufig eben auch natürlich digital, und England ist da absolut Vorreiter in diesem Bereich. Ich glaube, da gibt es noch enorm viel Potenzial und daran sollte man arbeiten, weil so stärkt man eben genau dieses Vertrauen in den Staat, der für die Bürgerinnen und Bürger da ist. Was ist denn dein Leadership Advice gerade an jene Führungskräfte, die in den öffentlichen Verwaltungen durchaus das auch wahrnehmen und Veränderung, digitale Veränderung und Transformation auch vorantreiben wollen? Ich glaube schon, dass die Fehlerkultur wirklich der wichtigste oder einer der allerwichtigsten Punkte ist. Also insbesondere auch, dass Führungskräfte in der öffentlichen Verwaltung, beim Staat, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugestehen, dass sie Fehler machen dürfen, erwarten und auch fordern von ihnen, dass sie etwas ausprobieren, dass sie sich nicht zufrieden geben mit dem Status quo, digitale Mittel einsetzen, zusammenarbeiten über ihr eigenes Silo hinaus. Ich glaube, so diese agilen Methoden, die eben insbesondere bei Startups natürlich jetzt schon lange eingesetzt werden, wenn man es schafft, das auch in den Staat mit reinzutragen, ich glaube, so kann er wirklich leistungsfähiger werden. Und deshalb die Ermunterung an alle Führungskräfte in diesem Bereich, bitte engagiert euch da. Das ist wirklich wichtig. Was sind für dich Bücher oder Podcasts, Netflix-Serien, Dinge, die dich inspirieren und die dir auch in so die Motivation geben, hier voranzugehen? Wer sich für das Thema Innovation im Staat und in der Verwaltung interessiert, hört sich ein bisschen trocken an, ist es aber eigentlich gar nicht. Dem würde ich zum Beispiel das Buch The Entrepreneurial State von Mariana Mazzucato, einer Professorin, sehr ans Herz legen. Also das ist wirklich, da sieht man, wie das iPhone oder GPS oder sehr viele andere wichtige technische Entwicklungen nie zustande gekommen wären ohne den Staat und entsprechend, wie wichtig es ist, dass auch unser Staat irgendwie innovativ ist und neue Ideen da einfließen und so weiter. Also dieses Buch kann ich euch sehr empfehlen und sonst, ja, schaut breit und inspiriert euch, wo ihr noch könnt.
Ja, vielen Dank, Nicola. Ich habe mich riesig über das Gespräch gefreut. Ich hoffe, für alle, die zugeschaut haben, wenn ihr da weitere Gespräche auch hören möchtet von Anna Sunnyside, dass ihr natürlich den Subscribe-Button drückt. Und dir, Nicola, weiterhin alles, alles Gute. Dankeschön. Danke dir, Sani. Hat Spaß gemacht. All right. It's a